Ein Skolodier Scrapton, ich hasse euch. Endlich willkommen zurück. It's been a while, my friends. It's been a while, sage ich, während ich meinen selbstgemixten Espresso mit ein bisschen Rest McDonald's Milkshake von Jody trinke. Das schmeckt gut. Schmeckt okay, tatsächlich. Überraschend gut. Ich dachte mir, wie ihr möglicherweise wisst, nach langen Pausen habe ich immer das Problem, dass meine ersten paar Videos mir immer persönlich sehr awkward vorkommen. Man ist natürlich noch nicht so im Flow drin und so, bla bla bla. Und ich dachte mir, ich mache es am allerbesten auf meine masochistischste, möglichste Art, indem ich nämlich das neue Spiel von Naba spiele, was, wie ihr wahrscheinlich wisst, das Mastermind hinter Trapped und From the Darkness und ich glaube, das waren die beiden einzigen Games, die er gemacht hat. Auf jeden Fall, der die Games gemacht hat und die wir ja alle absolut fucking großartig finden. Neues Spiel, sehr gute Reviews, scheint gut zu sein, hat er diesmal mit einer anderen Person zusammen gemacht. Ich weiß absolut gar nichts drüber. Ich meine, hierzu war schon seit einem Jahr oder sowas die Demo draußen, weil unter jedem Video von seinen Spielen habt ihr immer wieder kommentiert, hey, der hat noch eine Demo gemacht in einem anderen Spiel, guckt ihr das mal an. Ich meinte immer, brrr, das meinte ich. Ich spiele jetzt dann die Vollversion draußen. Das sind die ist jetzt seit, warum gucke ich das, scheißegal, Februar oder sowas draußen. Und dann dachte ich mir, hey, wahrscheinlich ist das Beste, zurück in das Comeback zu comebacken. Indem ich einfach was so fucking Gruseliges nehme, was halt irgendwie mehr oder weniger alles überschreibt, was in irgendeiner Form Anxiety sein könnte. Das ist einfach die gute Art von Anxiety, um die schlechte Art von Anxiety zu überschreiben. Deswegen, dafür alle was zu Schönes zu trinken und zu essen dabei. Macht euch eine Pizza in den Ofen, holt die Snacks raus, denn es geht wieder zurück ans Horrorspiele analysieren, genießen und leiden. Let's go. Ich weiß nichts. Ich weiß absolut nichts. Ich meine, der Name ist halt von einer Straße. Ich weiß nicht. Press any key. Das Riechen. Ich hab so Bock. Ich hab so Bock, mal wieder richtig, richtig ehrliche, böse Angst zu haben. Und da waren seine Spiele echt immer das Beste, ne? Der hat da so ein gutes Händchen. Mit was kann ich interagieren? Nicht mit allem? Nein. Okay, ich mach einmal hier ein bisschen runter, damit schön atmosphärisch bleibt. Schön. Okay. Ich meinte ja schon bei seinen letzten Spielen. Ich glaube, der ist wirklich mittlerweile, was so Indie-Entwickler angeht, ich glaube, meine Nummer 1 geworden. Verschwinden aus dem Haus. Was so modernen Horror angeht. Der hatte echt, der hatte das beste Händchen für so klassischen, modernen, gruseligen, super unangenehmen Horror. Okay, genug darüber philosophiert? Wir genießen einfach mal. Okay. Das Spiel. Schau auf. Rabbit Jars, das ist natürlich ein effektiver Name. Kann ich hier irgendwie raus? So hoch, oder? Jetzt so hoch, ich muss ein Seil finden. Da war unsere Hand abgeschnitten? Ich bin mir nicht sicher. Wir haben am Anfang auf jeden Fall gesehen, wie irgendwie eine Hand gefehlt hat. Als unsere? Kann ich irgendwie zoomen? Ich kann nichts machen damit. Weil ich habe in meiner Pause auch so viele gute Filme und Spiele konsumiert. Ich werde demnächst vielleicht mal, ich habe schon oft gesagt, vielleicht mache ich wirklich mal ein Video, wo ich einfach mal über die Sachen rede, die ich so in letzter Zeit gesehen habe. Aber genug davon? Vollen Fokus auf das hier, weil ich glaube, das ist ein Stück Kunst, was mal wieder wert sein wird. Einen Fokus drauf zu legen. Hoffe ich. Zumindest. Okay, The door is tied with a rope. Oh Gott, also muss ich irgendwie. Ja, dann würde ich doch gerne die Heckenschere nehmen. Ja, das Problem ist dann halt, dann ist er durchgeschnitten, da bringt es mir auch nichts mehr, ne? Whatever. Hm? Okay, bis jetzt ist aber. Es wirkt vom Setting her untypisch. Bezüglich einem Naba-Spiel, vielleicht die Story von dem anderen? Und der Style und die Umgebung von ihm?
Okay. Erkunde das Haus auf der Suche nach einem Strick, Seil, whatever. War nicht du schon wieder, Alter. Was macht mein Lieblingsspielzeug hier? Okay, ich bin definitiv eingespielt, was Horror angeht und sehr nicht schreckhaft. Fuck, okay. Kann ich das nehmen? Nein. Oh, will ich da reingucken? So, ich hab's ein bisschen leiser gemacht. Ich hab Angst um mein Trommelfell. Okay. Thank you. Wait, what? Okay, warte mal. War der Raum eben schon so? Ich glaube schon. Okay, ich habe mir im Kopf nur gedacht, hier wäre eine Wand gewesen. Okay, nee, aber war keine Wand, ne? Nee, hier steht einfach nur ein scheiß Schrank in der Mitte des Raums. Das ist ja schön. Oh, fuck me. Muss ich den aufmachen? Oh Gott. Okay, ich schätze mir, hier ist einfach nichts drin. Ja? Okay. Ja, bei dir passiert auch später was. Oh, das ist einfach eine Anspielung an den Jumpscan from the Darkness. Wo beim Vorbeilaufen halt so ein super krasser Zoom auf das Ding kam. Ein bisschen, die sind ein bisschen billig, die Bilder, aber... Okay, da ist ein Rope hinter der Tür. Okay, das ist jetzt wieder so ein Problem, wie ist das gemeint? Dann there's a rope behind the door I can open with a padlock. Meint ihr damit, die Tür ist mit dem Rope zu? Hier ist auf jeden Fall was um die Ecke, whatever. Ich will schon rauskriegen. Ich brauche auf jeden Fall irgendeine Form, um Padlock zu öffnen, schätze ich. Außer wäre ich nicht die einzige Person im Haus. Ich mache am besten keine Geräusche. Jesus. Die Bilder sind fast ein bisschen zu gruselig. Müssen die gar nicht sein. Das Setting alleine macht schon irgendwie genug mit der Atmosphäre. Clip. Was für ein Clip? Ein Clip, was als Lockpick benutzt werden kann. Oh, hier? Ja. Alright. Gut, dass du weißt, wie das geht. Oh, die Musik. Stark. Danke, dass die zu... Das bringt bestimmt ganz viel. Okay, das hier. Hier ist das Seil. What the fuck? Okay, 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 okay. Oh Gott, okay. Kann ich raus damit? Warte mal, 9 Child Street. Ich hab's so verstanden als... So, 9... Child Street als Name der Straße, war vielleicht auch so gemeint, dass wir einfach 9 Kinder spielen, die hier rauskommen müssen. Wir spielen die Storys alt nacheinander? Aus. Könnte auch sein, ne? Ich meine. Eine interessante Idee. So 9 kurze Horror-Stories, die vom gleichen Mörder oder sowas erzählen, oder vom gleichen Entführer oder whatever, Dude. Hm. Ich muss sagen, bis jetzt hat es horrortechnisch nicht das Härte-Level wie Trapped oder From the Darkness. Ich bin sehr gespannt, wo es hinführt. Okay, doch, es ist 9th Child Street. Oder halt Nummer 9. Was ist denn da auf dem Watch? Alle Leute denken, mein Nachbar wohnt nicht mehr da, aber ich weiß. Okay, als die Lichter an waren, habe ich die Silhouette eines Mannes gesehen. Ah, okay. Das ist ein Loch im Zaun, wodurch ich endlich ins Haus kommen werde und ich werde dem all den ganzen Mysterium ende. Okay, also sind wir jetzt eine andere Person. Wahrscheinlich sind wir am Anfang jetzt ein Kind gewesen, das abgehauen ist oder so.
Und jetzt spielen wir. Ist ja die Frage, wir sind offensichtlich nicht erwachsen, ne? Nee, also sind wir irgendein Teenager oder irgendein Kind oder sowas, das jetzt irgendwie Stranger Things spielen will. Gutes Bild. Na, schon will, was da drüben abgeht, ja. What the fuck? Oh no, okay. Hi Mom, hi Dad. Falls ihr das lest, ich bin das komische Haus besuchen gegangen, von dem ich die ganze Zeit rede. Okay. Ihr habt diese Bilder gesehen, die ihr nicht sehen wolltet. Habt mich beschimpft, habt mir verboten, dorthin zu gehen. Also musste ich nachts alleine, als ihr es nicht wusstet, hingehen. Okay, ich will einfach nur meine Neugier befriedigen und endlich in der Lage sein, nicht mehr über das Haus nachdenken zu müssen. Ich liebe euch. Amen. Manchmal merkt man, dass Sachen halt wörtlich übersetzt von einer Sprache sind. I just want to quench my curiosity. Das würde nicht wirklich... Ich meine, ja. Aber, okay. Ins Radio. Kann ich Cap mitnehmen? Oh, kann ich tatsächlich. Interesting. Na gut. Meine Eltern schlafen, ist ja wohl besser aus dem Fenster zu klettern, damit ich die nicht aufwecke. Dankeschön. Hätte offensichtlich ein Lieblingshemd, ne? Kann ich mir reinzoomen und mir die Bilder anschauen, die er gemacht hat? Ne, doch, vielleicht von der anderen Seite. Was sieht er da? Bin mir nicht sicher. Die Fenster offen sind oder sie da? Ich glaube, da ist jemand im Fenster drin, meinte. Alright. Nachricht haben wir zurückgelassen, falls wir sterben. Okay, ich brauche meine Cap, mein Backpack und mein Spielzeug. Okay. Dieser Hase wurde mir vom Nachbar geschenkt. Bist du sicher, dass du den mitnehmen willst? Wenn du Theorie hast, dass der Typ nicht in Ordnung ist? Oder ist die Theorie, dass sein Nachbar verschwunden ist und dass er jetzt eine andere Person ist, die ihn vielleicht getötet hat oder so? Wo ist denn mein Backpack? Habe ich den schon genommen? Habe ich mitbekommen oder ist das mein Backpack? Das ist mein Backpack, alles klar. Ich bin ein bisschen doof. Ja. Ich merke schon, das ist genau die richtige Art von Spiel, die man nach einer Pause irgendwie aufnehmen kann, weil man halt, wenn es hoffentlich weiterhin gut bleibt, einfach zu viel Angst hat, um irgendwas nachzudenken. Natürlich immer ein gutes Zeichen. So, wo war das Haus? Bin ich jetzt... Ich dachte, da gegenüber. Ah, okay, Hintertür ist offen. War nicht eben noch viel mehr Belichtung? Der Nebeleffekt ist nur aktiv, wenn man draußen ist, I guess. Ist das mein Dad? Ne, ist einfach nur Reifen. Okay. Taschenlampe ist bestimmt ganz gut. Nope, 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 nope. Nope, 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 nope. Ne, Licht geht an. Ja, das war starkes Licht. 12 Millionen Lumen. Okay. I need to get into the house. Ja. Seine Games profitieren irgendwie fast ein bisschen davon, dass die keine sonderlich starke Story haben und nicht sonderlich gut geschrieben sind. Es ist halt wirklich einfach eine reine Horror-Experience, die wahrscheinlich sogar besser funktionieren würde, wenn man nicht unbedingt versuchen würde, eine Story da reinzupacken. Fand ich jetzt zumindest bei From the Darkness. Ich meine, es hatte ein bisschen Story, aber wo kann ich denn... Muss ich wieder zurückgehen und mein Werkzeug mir holen oder so? Ich hab diese komische, super aggressive Nachtlichter hier. Okay, ich schätze mal, ich muss zurück in den Schuppen und irgendein Werkzeug holen, oder? Da war bestimmt irgendein Hammer oder sowas. Ich glaube, die Spiele würden fast ein bisschen besser funktionieren, wenn es einfach richtige, simple... Nee. Na gut. Horror Experience werden die halt einfach weniger Wert auf Story und so legen, weil dadurch, dass vielleicht das Spiel ein bisschen versucht, jetzt eine Story reinzupacken, könnte es sein, dass es ein bisschen mehr in die Klischee-Horror-Richtung rutscht. Ist bis jetzt natürlich noch schwer. Kann ich gucken, ob der im Post reinkommen ist? Nee. Schwer zu bewerten. Aber ich gucke mal, wie es am Ende des Spiels sein wird. Aber ich merke auf jeden Fall, das ist keine Sache, die ich in seinen Spielen brauche. Okay, das ist eine coole, kreative Idee, sowas an die Seite zu malen, aber kann ich einschätzen, ob die Müllabfuhr das appreciaten würde oder... Da muss ich nicht lang. Ja, Entschuldigung. Saving.
Okay. Remove. Same, same. Wir klopfen einfach an den. Okay, gut. Richtig smart bist du. Ich meine, ich hab's gemacht, aber ich dachte nicht, dass es wirklich tut. Okay, nein, das wird nichts. Wir gehen. Er findet ein Zimmer, in dem das Licht an ist. Bei der Ebene. Jesus. Wenn eben war ich nicht hier, ne? War eben auf dem zweiten Stock. Schön. Mir fällt bei so Spielen immer wieder auf, wie es ein bisschen weird ist, wie technischer Fortschritt. Entschuldigung. Wie Games jetzt zum Beispiel in dem Look hier einfach aussehen, halt absolut easy machbar für Leute ohne große technische Künste oder sowas sind, weil einfach das Standard-Level an Grafiken drin ist. Ich meine, ich könnte sogar sagen, es ist ja wahrscheinlich so ein bisschen unterdurchschnittlich hier. Aber ich finde, es sieht immer noch alles großartig aus. Sieht alles viel besser aus, als es aussehen müsste, damit es in meinem Kopf funktioniert als Spiel. Man merkt es nicht mehr so wirklich, aber wir haben doch noch echt krasse technische Fortschritte gemacht, was so. Da war was. Ich durch? Versuche zu rechtfertigen, was da gewesen sein könnte, was nicht was Gruseliges war. Irgend so ein Lichteffekt und eine Reflexion, aber ich habe irgendwas Orangenes oder so runtergehen sehen dahinter. Ich durch? Hat es noch so lange gedauert? Ein Video wieder? 20 Minuten oder so drin? Und ist vorbei? Schön, gut, wir gehen hoch. Ich kann nicht hoch. Thank God. Wirklich auf, das Haus sieht sehr ähnlich aus wie. Okay, ich kann versuchen, hinten ums Haus herumzukommen, in der Hintertür reinzukommen, okay? Oh Gott, wie hieß das Spiel? Man ist zeitmäßig geswitcht aus einem. Von einer Person aus dem 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert, zu einem CIA-Agent, der irgendwelche KGB-Rätsel lösen musste. Gott. Egal. Beast Inside. Das Haus sah sehr ähnlich aus da. Vielen Dank, die Information war wichtig. Glück habe ich da. Doch, ich habe doch gerade. Ich dachte, ich soll hinten. Okay, soll ich erstmal hier drin alles anschauen, bevor ich versuche, hinten reinzukommen, ja? Sure, kann ich machen. Let's go. Oder war eine andere Tür gemeint? Hier noch? Ja. Boah, ich bin echt angespannt. Klingt schön. Es freut mich. Ein schönes Gefühl. Was sind für Bücher hier? Eyes wide open. Trinity. Ja, yeah. Kennt man. Ist hier irgendwas? Lichtschalter geht nicht. Okay. Warte, war ich das? Nee. Ich kann nichts öffnen oder so. Also ich habe jetzt nicht wirklich die größten Interaktionsmöglichkeiten, was zu verpassen. Also schätze ich, laufe ich einfach weiter hin und her. Frage ist jetzt, soll ich jetzt gleich nochmal rausgehen, hinten nachschauen? Ich muss halt erstmal alle Sachen hier drin triggern, die irgendwie. Vielleicht muss ich einmal. Ja, genau, vielleicht, das meine ich ja. Einmal versuchen hochzugehen. Ja, warum sollte mein Nachbar das tun, stand da? Gute Frage. Okay, ja, ich schätze, ich. Ich gehe jetzt mal wieder raus. Wir sind nur einfach der mutigste 12-Jährige in der Geschichte der 12-Jährigen, ne? God damn. Doch. Oder wenn es so. Ah, okay, gut. Ich verstehe. Nee, hier kann ich gar nicht durch. Bin ich hinten an der anderen Seite im Garten?
im hinteren Teil des Hauses kommen. Hättest du echt eine fucking bessere Taschenlampe mitnehmen können, ne? Ich meine, ist ja nicht so, als ob du nicht wissen würdest. Wie jedes Mal ein Horror-Sound kommt, wenn ich das Licht ausmache. Aha. Aha. Goddammit. War da wieder was? Ey, ich will's nicht wissen. Ich würde übrigens sehr, 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 sehr gern. Das habe ich gesehen. Da ist wirklich was runtergegangen diesmal. Das habe ich gesehen. Sehr gerne kommentieren, was für gute Indie-Horror-Games. Jetzt nicht unbedingt die größeren Games, die habe ich schon mitbekommen, aber so kleinerer Stuff, der im letzten halben Jahr rauskommen ist. Kommentiert alles, was ihr in irgendeiner Form wisst. Ich suche mir da gerne ein paar Sachen raus, natürlich. Ich habe natürlich meine Liste, die ich seit Jahren abarbeite. Aber so kleinere Games verpasse ich öfter mal, wenn ich auf YouTube nicht so aktiv bin, weil ich gucke natürlich jetzt auch nicht so viele andere Horror-Creator in meinen Pausen, weil ich jetzt nicht unbedingt daran erinnert werden will, was den ganzen guten Kram ich verpasse. Deswegen schreibt da gern alle Tipps, die ihr habt. Aber weiter jetzt. Mhm. Mit dem Spaß. Spaß und Freude. Haben wir zusammen. Schön. Sieht aus wie ein Auge da drin. Hm. Ist das Haus einfach ein Asset, was gerne in Horror Games benutzt wird? Oder sehen einfach fucking alle. Okay, Sounds. Burn up the base. Hilft ja alles nix. Hilft ja alles nix. Door supposed to lead to the basement. Nope. Woher weißt du das? Okay, vielleicht sind alle Häuser gleich gebaut. Ah, die Sounds sind gut. Die sind minimalistisch, aber gut. Yay. Komm, das Auge dreht sich gleich zu mir. Nee, wahrscheinlich nicht, weil es ein Asset ist. Haha, es kann sich nicht bewegen. Ich habe zu viel Spielwissen von Indie-Games. Das war eh, ich weiß nicht. War da eben zwei Bilder? Ich dreh durch. Ich kann es theoretisch schon, aber wird's nicht. Okay. Verändern sich die Bilder? Gesehen. Ich will das Klopfen nicht erwähnen. Damit jeder von euch noch mehr Angst hat, als bei euch, wa? Seht den Krams, okay. Die lange Ruhe hier ist gut. Die ist sehr gut. Schlecht, je nachdem, wie man das sieht. Ich denke jedes Mal, dass der Topf da was. Hier muss ich lang. Stimmt, scheiße. Will ich nicht. Oh, hier bin ich. Ey? Ey, denn. We've been waiting for you. Amen. Komm, ich guck voll drauf. So ein ekelhafter Geruch von dieser Tür. Ah.
Oh Gott. Also die Hälfte eines Schlüssels für die rote Tür. Aber wo ist die andere Hälfte? Ist es Zeitdruck? Ein Problem mit Elektrizität, ich muss gehen. Was? Okay. Da, ich gehe einfach. Ganz entspannt. Nichts wird passieren. Yep. What the fuck? Okay. Okay, sieht aus, als ob der Macher von diesen Puppen hier leben würde, aber wo ist der jetzt? Ach Gott, kann ich wieder zumachen? Dankeschön. Das ist einfach effektiv eine Ansammlung von zufälliger Scheiße. Die nicht wirklich Kontext oder sowas hat, aber es funktioniert trotzdem, weil der Typ irgendwie ein super gutes Gefühl für Pacing hat. Guck mal, da ist ein scheiß Schädel an der Wand. Eieiei. Du hast irgendwas bei dir, oder? Nein. Okay, was mache ich jetzt? Soll ich gehen? Ich versuche hier zu gehen, oder? Ich habe mein Bestes gegeben, ich konnte das Rätsel nicht lösen, es tut mir leid. Ich gehe wieder zu meinen Eltern. Einfach runter. Hm. Dim, dim, dim. Ich konnte das Rätsel nicht lösen. Ich verlasse das Haus. Und nehme eine Pizza mit. Tür geht zu in 3, 2, 1. Nee? Hey? Oh, hier passiert. Gleich rennt irgendwas einfach auf mich zu hier unten, oder? Ich fände es sehr cool, wenn wir einfach gehen. Wenn wir einfach gehen. Und. Aber, keine Ahnung, ein paar Wochen später oder so denken, nee, ich will doch rausbekommen, was da abgeht. Wie hab ich meine Cap da. Nee, ich versuche einfach trotzdem abzuhauen. Ich weiß, das stimmt, meine Mom wird mich töten, wenn ich die Cap da liegen lasse. Aber ich glaube, deine Mom wird's ertragen, wenn du dir sagst, dass du eine Maus von einem Killer warst. Wird nicht funktionieren, aber ich will gucken, was unser Charakter sagt. Wo war denn der Ausgang? Wo bin ich überhaupt? Hier. Meine Mom würde mich töten, wenn ich ohne meine Cap nach Hause komme. Wann wetten, unsere Mom ist tot? Zu Hause? Das gibt keinen Sinn im Kontext der Story, aber ich. Who cares? Es ist ein Game ohne Story. Der gesamte Text hier könnte in Russisch sein. Ich würde nicht verstehen. Das Spiel wäre wahrscheinlich genauso effektiv. Wahrscheinlich lustigerweise sogar noch ein bisschen gruseliger. Weil ich dann selbst die Sachen zusammenreiben müsste. Ja, das wäre tatsächlich ein Spiel, was funktionieren könnte, komplett ohne Text und ohne Hilfen. Du läufst einfach rum. Ich meine, klar, da muss man wahrscheinlich ein paar der Rätsel ein bisschen hilfreicher designen. Aber es geht ja wirklich rein um die Horrorerfahrung selbst. Ist echt ne, wirklich, du verdienst es hier drin zu sterben. Es tut mir leid, aber. No. Wo war das denn? Hier? Ander Teil vom Schlüssel ist jetzt hier, oder? Let's play. Oi, oi. Time to run away before it gets worse. Dankeschön, dass du. Tür auf! Ich hab keine Ahnung, wo ich lang muss. Hier lang, glaube ich.
Ich hab mich komplett verlaufen. Oh, what? The lock. My bunny had a similar label. Was? Was? Null. Ich reihe das Rätsel nicht. Ach, ich muss die Dinger da reinsetzen, oder? Oh. Sure. Schön. Okay, alles hat sich verändert. Okay, und Licht kann ich komplett vergessen. Ich dachte, vielleicht reflektiert das ein wenig und ich würde besser. Aha. Ja, komm. Ist die Frage, ob ich das jetzt überhaupt noch machen kann oder ob ich in der Story schon so weit vorangeschritten bin und hier oben gar nicht mehr nachschauen kann, was da abgeht. Da kann ich wohl nicht mehr weiter. Hier sind ein paar Türen weg, oder? Ich meine, klar, da auf jeden Fall, aber ich meine, hier wurde eben auch noch ein Durchgang, meine ich. Ich doch nicht, keine Ahnung. Fuck, okay. Ich würde halt schon gern nochmal hochgehen. Und schauen. Vielleicht konnte ich auch den Schlüssel gar nicht vorher einsammeln, aber wahrscheinlich schon. Ah, ich kann einfach hoch, das ist natürlich schön. Ich gehe davon aus, ich muss jetzt im ganzen Haus versteckt diese Dinger suchen, ne? Soll ich dir folgen? Soll ich dir nicht? Ich folge dir. Was? Was? Nein. Ich weiß doch nicht, wie genau ich jetzt die Sachen hier alle absuchen muss. Ich gehe erstmal zu der Tür. Ich gehe erstmal zu der roten Tür, wenn ich die jemals wiederfinde. Ja. Was weiß ich. Nee, aber hier bin ich reingerannt. Das war in der Nähe. Ich glaube, es war da und dann in die Ecke. Geht nicht mehr, ne? Ah, hab ich's verkackt? Hätte ich das vorher machen müssen? Was sind die rote Paint überall? Oder war das hier um die Ecke? Das Sounddesign hat er drauf, ne? Okay, okay, okay. Ich kann hier noch rein. Wollen wir das? Meine Stimme kaputt gemacht, dass ich nach Hilfe schreien wollte. Deswegen hat er sich dazu entschieden, meinen Mund zuzunähen. Jetzt kann ich nicht mehr essen, meine Haare fallen aus und die Haut beginnt zu verrotten. Ich habe seit einer Woche nicht gegessen. Nee? Ah, wir müssen dir. Du willst Essen haben, dafür gibst du uns das Ding, ne? Okay. Hast du Hunger? Wie wäre es, wenn ich dir was zu essen aus der Küche bringe? Du kannst nicht essen, ich brauche eine Schere oder sowas. Um deinen Mund aufzunehmen. Ich will einfach nur glücklich sein. Okay, got it. Der Licht ist ja richtig gut geworden. Okay, also ich musste eh hier hoch. Ich musste eh hier hin, das hätte ich nicht weitermachen können. Ganz klar, alles klar. Kann ich die Dinger umwerfen? Nur so, so rein im Interesse? Okay, ich bin gerade gar nicht sicher, ob ich das Spiel so stark gruselig finden würde, wenn ich nicht wüsste, von wem es entwickelt ist. Weil bis jetzt hat es noch nichts auf dem super krassen Horror-Level wie der Teil davor, aber es ist überdurchschnittlich stark. Ja, bis jetzt finde ich die anderen beiden schon nochmal stärker. Normaler Hund. Okay, na gut, Küche, schätze ich, kann ich einfach durch? Ne, natürlich nicht. Warte, wie soll ich denn dann? Gab es eine zweite Treppe? Weil hier gab es keinen Durchweg mehr, ne? Ich meine, das war jetzt ja. Ja.
Oder brauche ich jetzt irgendwie Kreide, um das aufzumalen oder so? Gut, ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Ich meine, ich kann nicht raus, oder? Es gab nur einen Weg raus, das war der hier. Oder gab es irgendeinen... Ich meine, ich bin doch auch mal hier hinten reingekommen. Wie war denn das? War durch den Garten? Dann, ja, durch den Garten kann ich nicht mehr rein. Garten, dann hinten raus. Kann ich irgendwas aus dem Fenster rausspringen oder sowas vielleicht? Wenn ich in den Abschnitt wiederkomme. Oder gibt es hier irgendwas, das ich erstmal machen muss? Vielleicht nah dran gehen? Ne, die gehen einfach nicht auf, ne? Ne. Lichtschalter oder so ein Kack? Nein. Na gut, dann... Ich meine, From the Darkness war teilweise auch... Kennt ihr das? Ne. Fies, was das Verstecken von einzelnen Sachen anging. Also wird es jetzt wohl darauf hinauslaufen, dass ich einfach alles absuche. Ist jemand? Wird er vorgestellt? Na gut. Warte mal. Das Geräusch kommt an manchen Orten. Es war oben am Schrank. Warum? Warte mal, ist das der Raum, hinter dem er eingesperrt ist? Nee. Das hätte ich gedacht, der kratzt halt die ganze Zeit dran. Seine Beine sind auch abgeschnitten. Ah, das ist einer von den vom Anfang. Ja, okay. Warte, ihm wurden doch beide... Nee, ihm wurde eine Hand abgeschnitten, ne? Ich will zu ihm kommen und... I want to go back to my mom. Und immer wieder untersuche, was bei ihm abgeht. Okay. Ja, ich muss halt irgendwie da unten rein. In die Küche. Da ist halt erstens mein Hase. Und zweitens möglicherweise Essen. Was wir brauchen für die Lösung des komplexen Rätsels. Ich kann kaum noch Türen aufmachen. Muss irgendwie was in dem Bereich sein. Ich meine, der Junge führt mich da wahrscheinlich irgendwo hin, oder? Der war hier. Will er mir was sagen? Will er, dass ich rausgehe? Ich meine, wenn es eine klassische Horror-Story ist, wird er wahrscheinlich die Puppe irgendwie... Oder zumindest soll ich zu dem Zeitpunkt denken, dass das vielleicht irgendwie der Geist von dem Jungen ist, dem irgendwie helfen will, das Rätsel zu lösen, damit wir halt beide raus können. Klappt auch nicht so. Hilft mir vielleicht ein bisschen mehr. Andererseits könnte es einfach ein Scare sein, der halt einfach ein bisschen auftaucht und keinen Kontext mit irgendwas hat. Die Augen werden auch nicht irgendwo drauf zeigen, oder? Nee, nee. Glaub nicht. So, okay, ich gehe nochmal zum blauen Raum vielleicht. Hier ist das. Oder ändert sich die Farben von dem Licht manchmal? Nee, das war... Ich glaube, seit dem Switch der Umgebung hier grün. Ist das ein Ding, was ich brauche? Sieht so aus, aber ich kann es nicht nehmen. Ah, Moment mal. Das ist natürlich die Lösung meines Problems. Könnte man sagen. Schön. Gut. Jetzt bin ich alleine. Aber ich höre immer noch Stampfen in jeder Nacht und sogar Gelächter. Das Gelächter aber schon so lange in diesem Haus fehlt. Ja, okay, da war mit zu rechnen. Trotzdem nett. Right. Wo haben wir, warte, ich laufe jetzt trotzdem lieber mal alles einzeln ab. Kann ich hier? Nein, kann ich nicht. Wird das im gleichen Raum? Ich glaube schon. Gut. Ist die Aufgabe wohl Essen besorgen, ja? Was? Ah. Warum ist das jetzt offen? Who knows? Was? Happy Birthday from your neighbor across the street. Okay. Er ist der Beste. Dankeschön. Blim, 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 blim. Soll ich hoch? Ich will erstmal essen. Wenn es geht. Wenn das möglich ist. Die Herren. Aber ja, also ist das Geschenk ja offensichtlich wirklich von dem möglicherweise ungesunden Menschen hier drin.
der ein schwieriges Verhältnis mit Kindern hat, könnte man sagen. Dein Ernst? Okay. Wir haben das Essen gefunden. Ich hoffe, es wird ihm schmecken. Ich kann die nicht mehr lang. Okay. Ja, wenn ich der halbtote Junge da oben wäre, ich würde mich verfluchen dafür. Aber ich meine, besser als nichts, I guess. Wenn er wirklich seit einer Woche nichts gegessen hat. Ah, dammit. War das hier? Ich merk's mir, blauer Raum, aber ich gebe jetzt mal das Essen ab, oder? Wenn der wartet schon. Geduldig. Das ist eine Bestellung. Gibt's noch? Jetzt, ich hab's versucht. Okay, du bist eine gute Ballerina. Du hast eine große Zukunft vor dir. Kümmere dich gut um dich. Okay. Keine Ahnung, was das ergeben soll. Aber die blaue Tür ist dran. Hier und dann links, ne? Ja. Schön. Ich bin sehr gespannt. So, na gut, dann hat das natürlich viele Probleme gelöst. Lichter, ey. Goddammit. Was? Okay. An einem Punkt ging es allzu weit. Mortualia war zu echt. Okay. Es schien so, als ob sie anfing, ihr eigenes Leben zu leben. Okay. Ich hab das Spielzeug eines toten Jungen im Müll gefunden und ich war mir sicher, sie war es. Okay. Ich habe es über den Fernseher getan, damit es niemand verstehen würde oder bekommen würde. Ich fing an, Angst vor ihr zu bekommen. Okay. Ich hatte permanent das Gefühl, dass sie hinter mir stehen würde, mich beobachtet, mir in den Nacken atmet. Der Fakt, dass sie kein Herz besaß, machte sie gefährlich. Ich schätze, die erste Puppe oder so, die ihr gemacht hat, oder was auch immer, ist halt irgendwie die eine Puppe, die uns verfolgt, und das ist das Girl oder so, und die ist halt vielleicht auf unserer Seite, oder die Puppe ist halt das Böse, und ich meine, er offensichtlich auch, aber vielleicht macht die Puppe halt alles mit ihr mittlerweile. Blabla, Geisterstory, blblbl. Cares. Aber sonst ist hier jetzt irgendwie Behexinol. Irgendein Opiat wahrscheinlich. Ist hier sonst nichts? I refuse to believe. Okay, dann schätze ich, gehen wir zum Fernseher runter. Ich meine, was wollen wir denn mit dem Spielzeug? Weiß ich nicht. Unser Charakter wird schon. Der war gut. Der war gut. Yo, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kann ich die ausmachen? Ah, die Uhr bewegt sich sogar. Alright. Alright. So, der Fernseher war hier und dann. Ja. Und nachgucken? Gibt's hier. Schön. Immer noch alles bemalt. Da komme ich niemals dran. Ich muss einen Stuhl holen. Was? Die Sounds sind echt gut. So, die Story ist echt ziemlich weak. Die, haut mich nicht vom Hocker, wie hoffentlich ihn gleich hier. Aber
Sounds und so gut. Scares bis jetzt mittelgut. Der eine war halt daneben, war ein guter, den brauche ich auch noch in den Stuhl. Uiuiui, Sounddesign. Und das Pacing ist stark. Ich weiß gar nicht, wie viel das Spiel kostet. Ich glaube, 5 oder 6 Euro. Ist natürlich wie alles von Naba sehr stark bewertet. Da ändert sich da irgendwas im Fernsehen. Bitte nicht. Dankeschön. Du hast so ein Glück, so schön geboren zu sein. Mit so einem schönen Gesicht. Nimm dieses Spielzeug von mir. Sieht mir aus, ob es beim Laufen verschwinden würde, Seite manchmal. Alright, gleich ist wieder ein. Wie viel brauchen wir noch? 2. Das ist Mortualia, ne? Ja, Mord. Nein. Komischer Effekt. Nein. Ja, okay. Habt ihr zusammen gegessen? Ist glückliche Familie? Ich hoffe doch. Ah, oh, nein, das Basement ist ja auch noch da. Folgt ihr mal, ne? Liegt da was? Nein. Aber das Spiel gibt sich halt schon ziemlich Mühe, uns dahin zu bewegen, wo wir hingehen müssen. Das Spiel will offensichtlich nicht, dass wir so nicht lange festhängen hier, ne? Vielleicht passiert wieder was. Genau sagen, dass exakt das passiert. Genau jetzt sogar. Ah, oh, gut, okay. Schön. Aber man fühlt sich so sicher. Man hat die ganze Zeit gedacht, das Ding will uns den Weg zeigen. Ja, ja. Good one. Good one. Da bringt mich zum Lächeln. Was ist mit mir? Na, aber. Yep. Okay. Das ist ein gutes Zeichen, dass man das Genre vielleicht ein bisschen zu sehr mag. Zu der, den ich hungern lassen hab? Aaron, have you seen a white toy here, like a monkey? Hey, wer bist du? Woher kennst du mich? Okay, ich werde versuchen dir zu helfen. Bitte erzähl mir nur, was hier abgeht. Das mach ich. I'm Max. We know all about you. We've been watching you. We've been waiting for a long time. Time is dragging on very slowly here. It's cold and scary. I have been searching for this toy for a long time, but I haven't found anything. The dollmaker hated to punish me. Okay, also er sucht seinen weißen Hasen als Spielzeug. Und er und die anderen Kinder beobachten uns schon lange. Na gut. Was ist das seltsame Schloss vorne an der Tür? Wie öffne ich das? The kids put the lock, so you wouldn't run away too soon. Instead of a key, each child used a label from their toys, given by the toy maker, before we found ourselves here. Aber das wussten wir doch. Hätten wir ihn zuerst finden können? Nee, ich meine, das war doch bis jetzt alles gescriptet von der Reihenfolge. Also warum gibt er uns jetzt den Tipp, nachdem wir es fast schon gelöst haben? Egal. Okay. Also ja, die Kinder halten uns hier drin gefangen. Nicht mal der Puppenmacher, sondern die Kinder, weil die wollen irgendwie so lange hier bleiben aus irgendeinem Grund. Entweder um die zu befreien oder wahrscheinlich wollen die jetzt wieder auch eins von denen werden, ne? Okay. Warum wollt ihr mich nicht rauslassen? Was wollt ihr von mir? Warum lasst ihr mich nicht raus? You are our salvation. But it's not finished yet. The doll maker made the doll from our best body parts. Oh. But he didn't have time to insert the heart. But it's okay. Soon it will tear out your heart and become kind. And we all will finally rest in peace. Okay. Fällt mir irgendwie. Ja, also der Puppenmacher hat die Puppe aus den besten Körperteilen von allen Kids gemacht, aber dem Kind fehlt halt noch ein Herz. Und er hat uns gerade einfach ganz direkt gesagt, aber es ist okay, wir wird bald deins nehmen und dann wird die Puppe lieb sein und wir können alle endlich hier in Frieden zusammenleben. Okay. Ah, meine Mom und Dad warten zu Hause auf mich. Du hast ein Spielzeug. Du hast gesagt, du hast ein Spielzeug verloren. Ich find's für dich. Moment, why? Nein, lass mich einfach hier rumlaufen. Ich bin nicht... Okay.
Okay. Ich bin mir unsicher, was finde ich denn? Also ich muss das Spielzeug finden? War die Kamera in dem Spielzeug oder zeigt mir die Kamera Sachen, vor denen ich Angst haben sollte? Ich weiß nicht. Hier, da flackert Licht. Ah, und da ist dieses komische gezeichnete Schwarz-Weiß-Bild mit diesem komischen Skinwalker-Monster. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Okay, ich schätze, ich suche das erstmal. Skinwalker-Monster. Jetzt steht da die Puppe davor. Ich schätze, ich soll ihr nicht begegnen, oder? Oh mein Gott, ey. Wo ist das denn? Flackerndes Licht. Okay, also ich gehe weg von dem flackernden Licht. Witzig. Ist eine nette Idee, aber... Oh, noch. Das Ding dreht den Kopf. Oh, das ist unangenehm. Okay. Bin ich jetzt vielleicht hier drin kurz safe? Ja, von hier kommt ja... Die Sache ist halt auch, ich habe das Ding hier rausgelassen. Im Endeffekt. Ich halte es aber nicht, ob ich gehe mal davon aus, ich soll nicht zu der Puppe gehen, oder? Ich soll das weiße Kaninchen finden. Kannst du aufhören, den Arm immer in dein Gesicht reinzuhalten, sobald man sich einen Meter bewegt? Junge. Dankeschön. Okay, ich meine, ich kann theoretisch einfach mal reinrennen, ne? Und dann weiß ich, ob das Ding gefährlich ist. Es bewegt sich auch nicht weg, ne? Ich habe nur Rinna und Max. Die Kameras sind an. Sehe ich hier drin was? Ja, da ist... Ist da was drin? Ich habe keine Ahnung. Ist das ein Kopf, den ich da sehe? Das ist wirklich schwer zu sagen. Oder ist die eine Puppe, die wir gesehen haben, gar nicht die, von der geredet wurde? Die ist auf jeden Fall jetzt hier. Irgendwo. Jetzt weg. Oh mein Gott. Ich riskiere es einfach, schätze ich. Hier drin ist es auf jeden Fall, ne? Ja. Okay, Einzelteile haben wir. Ich glaube, ich soll dem Ding einfach aus dem Weg gehen. Ich habe es tatsächlich nicht gelesen, was da drauf stand. Diesmal. Dann habe ich die Kamera jetzt wieder? Ich glaube, ich habe das gerade ein bisschen... unabsichtlich gelöst. Ich habe nicht ganz verstanden, was ich machen sollte. Vielleicht war da auch gar nichts, dem ich aus dem Weg gehen sollte. Was leuchtet da so komisch? Ah, no, das Basement. Ja, yeah, sure, komm. Ready. Ich bin ready. Ich hatte keine Freunde, als ich ein Kind war. Ich habe versucht, sie mit Spielzeugen zu ersetzen, aber sie waren nicht ganz so lebendig. Ja. Ich habe mein erstes Spielzeug aus einer zerstückelten Katze gemacht. Sie war nicht so wie die anderen. Sie hatte eine Seele. Okay. Bald machte ich Spielzeuge aus einem Vogel, einem Hund und sogar einem Mann, der von einem Auto getroffen wurde. Ich habe ihnen ein besseres Leben gegeben. Ach, ja. Ich konnte nicht in einem Ort bleiben. Ich wollte etwas mehr. Ich bin nicht sicher, vielleicht musste er umziehen aufgrund der Sachen, die er gemacht hat oder so immer wieder. Denn so. Oder er meinte, er brauchte generell einfach mehr. Er konnte nicht mental an dem Ort bleiben, wo er sich befand. So wurde mein letztes Projekt, Mortualia, geboren. Ja, dass wir Kinder entführten, also zu einer Puppe gemacht. Okay. Irgendwie, hatten wir das nicht schon mal in einem Horrorgame? Dollmaker oder sowas? Ich meine, du kannst ja denken, worum es da ging. Aber ich meine, es war sehr ähnlich. Ich schätze, ich will irgendwas ausgraben, oder? Haben wir sonst noch was? Gibt es bestimmt irgendwo eine Schaufel.
Ja, ja, sure. Stimmt irgendwo. Hier. Ah, das endet nicht gut. Keine gute Idee. Aber mach du mal. Mit alles, was du drin machst, ist keine gute Idee. Effektiv. Okay, die ganzen Dinger waren Erinnerungen dran, dass die Kinder auf ein bestimmtes Körperteil aufpassen sollten, ne? Und sie auf ihre Augen, weil sie halt... Ah, ich verstehe es. Okay. Der hat die Kids schon lange... jeweils lange beobachtet, weil er gemerkt hat, dass sie jeweils einen Teil hatten, was er halt für seinen... Was? Für seine Puppe benutzen wollte. Ich verstehe nicht, was ich falsch gemacht habe. Habe ich was falsch gemacht? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen jetzt auf jeden Fall. Ja. Ah, okay, cool. Hier geht's nicht lang. Ey, ohne Scheiß. Der Typ hat einfach ein Feeling dafür, wie man irgendwie Game-Mechaniken gut gruselig überbringt. Obwohl ich hier auch noch eine kleine Verbesserung hätte. Wenn... Okay, jetzt kommt's nicht mehr. Kannst du wiederkommen bitte, der Effekt? Mann, na gut, whatever. Man hat in der Mitte des Bildschirms so einen schwarzen Fleck gesehen, der halt... durch den Effekt entstanden ist. Wenn das in der Mitte ein Gesicht gewesen wäre, von so einem Kind, was vielleicht umso weiter man läuft, immer weiter die Augen öffnet, hätte das sehr effektiv sein können. Das Problem ist, ich weiß nicht mal, ob hier was war oder da. Ich laufe einfach durch. Aua, das war ein bisschen laut. Okay. Der Typ hat es aber drauf, unangenehme Effekte herzustellen. Okay, ich gehe bitte. Das klappt bestimmt. Bye! Soundtrack bei Vidas. Montag, dem ich rausgekommen bin. So, das ist im Monte schon her, aber jeder Traum bringt mich zurück in dieses schreckliche Haus. Ey, du bist ja wirklich freiwillig da rein, also was willst du? Da bist du wirklich ein bisschen selbst schuld. Die Erkenntnis, dass ich nichts ändern kann, lässt mich langsam wahnsinnig werden. Okay, das war audiovisuell die passendere Zusammenfassung von dem, was passiert ist, im Gegensatz zu der komischen, entspannten Rockmusik eben. Oh, okay, gut. Wo hängen wir?
Okay, gut. Ah, ja. Solide, aber ich weiß echt nicht mehr, ob man ein drittes Game gemacht hat. Ich glaube, wir hatten mal ein paar kleinere Games gefunden, die von einer Person gemacht wurden, wo wir uns nicht sicher waren, ob die von ihm waren. Weil der auch einen sehr ähnlichen Namen hat und einen sehr ähnlichen Stil. Auf jeden Fall von den beiden Hauptgames, Trapped und From the Darkness. Hat er noch mehr gemacht? Ich meine nicht. Ist das hier schon eher das Schwächere? Was lustigerweise fast nur daran liegt, dass es halt einfach zu sehr versucht hat, in die Story-Richtung zu gehen und dafür ein bisschen von der Horror-Richtung wegging. Ist ja trotzdem ein sehr solides Horrorspiel, aber ich habe tatsächlich ein bisschen mehr erwartet von dem Naba-Titel. Oder N4BA, was auch immer. Keine Ahnung. Ich guck mal. Ich meine, auf Steam hat er zumindest nur die beiden Games gehabt. Oder? Ja, From the Darkness Trapped und das. Ja, okay. Muss man sagen, für 7 Euro ist das ein bisschen rough, aber ich werde es natürlich unabhängig davon bewerten, wie immer. Dennoch, ich finde, der Typ macht immer sehr coole Ending-Screens. Wir hängen da einfach nur als Kind, was sich da aufgehangen hat. Das war's, Happy Ending. Enjoy! Okay. Ich hätte übrigens eben cool gefunden, wenn diese komische, super abgefuckte Sequenz das Outro gewesen wäre und die eher zu wie das passende, entspannende Musik, also entspannt, Rockmusik halt eher dann weggelassen worden wäre. Generell, man hätte vielleicht einfach viel mehr weglassen sollen. Die Story war jetzt halt auch nicht interessant genug. Schwer zu sagen, weil ich meine, es ist halt schon eine schockierende Story, aber ich glaube, die Sache ist halt einfach, dass wenn man so viel in dem Genre unterwegs ist, dann ist halt so eine reine Story in der Richtung jetzt auch nicht mehr so atemberaubend bahnbrechend, dass es halt irgendwie jetzt den Horrorfaktor hochhebt. Es geht immer darum, wie es erzählt wird, finde ich. Und hier war halt einfach die reine Erzählstruktur ein bisschen amateurhafter im Vergleich zu dem, wie er eigentlich einen Horror drauf hat. Also er hat halt mit der Inklusion der Story das gesamte Niveau ein bisschen runtergezogen, als wenn er sich einfach nur halt auf die Horror-Experience fokussiert hätte. Ich meine, natürlich waren trotzdem wieder ein paar nette Ideen dabei, aber nichts so bahnbrechend Starkes wie bei Trapped oder From the Darkness, finde ich. Ich finde, glaube ich, sogar Trapped mittlerweile so mit der Perspektive von jetzt ein bisschen stärker als From the Darkness. Einfach, weil es, glaube ich, ein bisschen kreativer war. Aber gut, das hier war trotzdem solide. Ich würde ihm so schwierig, eine 7,5 geben, würde ich sagen. In meinem Kopf tendiere ich auch ein bisschen zu 8, aber ich glaube, dafür war die Story einfach ein bisschen zu schwach. Und das Gameplay war halt irgendwann einfach nur die Dinger einsammeln, weglaufen und ab und zu kam man lauter Jumpscare, die immer noch gut gesetzt sind von ihm, aber so nach 25, 30 Minuten war die Angst ziemlich weg bei dem Spiel. Da war nicht mehr ganz so viel. Aber ein paar nette Momente natürlich. Eine Puppe, die einfach da gestanden hat und uns angeschaut, aber gut. Sonst, ja. Die Endsequenz mit den Schattenkindern, die man halt nur ab und zu gesehen hat, war eine nette Idee, aber das hatte dann wieder so einen ähnlichen Effekt wie bei dem Blair Witch Game, wo auch gegen Ende des Spiels so ein ähnliches Segment kam und nach ein paar Sekunden hat man es halt gerafft und dann war es einfach nur noch reines Gameplay und wenig Horror. Aber trotzdem, der Typ ist natürlich immer noch recht gut drauf, audiovisuell unangenehme Sequenzen zu erschaffen, die nicht unbedingt gruselig sind, aber die einfach so wortwörtlich abstoßend sind, also vom Feeling her, was man bekommt, wenn man diese sehr harten Bilder und Sounds halt wahrnimmt, da hat er ein gutes Händchen für, dass er halt einfach irgendwie mitbekommt, was er machen muss, damit man als Spieler sich wirklich also richtig, richtig, richtig kräuselt vom Bildschirm und einfach nur weg will von dem, was er einem zeigt. Nicht, weil der Kontext halt zu gruselig ist, sondern einfach nur, weil halt es für die Sinne so unangenehm wahrzunehmen ist. Dafür hat ein gutes Händchen. Da hat er vor allem in Trapped sehr gut gemacht, wo diese Verfolgungssequenzen, wo man eine Nahaufnahme von dem Monster gesehen hat, was dich verfolgt. Aber so richtig, richtig nah und richtig laut und richtig grell. Wodurch man halt einfach als Spieler weg wollte von dem, was man sieht. Nicht einfach nur, weil man wusste, dass ein Game Over ist, sondern weil man einfach weg davon wollte, weil es für die Sinne unangenehm war. Vielleicht muss er ein bisschen mehr in die Richtung drücken. Ich meine, ich hätte das wieder versucht, weil die Jumpscare natürlich wieder sehr laut waren, sehr anstrengend. Aber das funktioniert vielleicht ein bisschen besser. Ja, vielleicht wäre es gut gewesen, wenn das in der Endsequenz mit diesem Rot-Schwarz, wo halt diese ganzen Schattenkinder waren, lauter und unangenehmer wird, umso näher man eins von den Kindern kommt, damit man als Spieler auch mitbekommt, hey, der Charakter im Spiel nimmt gerade was unangenehm Übernatürliches wahr, wovon er weg will. So kann man halt eine gute Intuition, die vielleicht der Charakter in irgendeiner Form verspürt, durch was auch immer für Energien, dem Spieler weitervermitteln, dem halt auch selber als Spieler ein unangenehmes Gefühl bekommt. Ich finde, damit könnten Horrorentwickler ein bisschen mehr arbeiten. Das gibt's überraschend wenig im Horrorgenre.
Weil ich meine, die unangenehme Situation wird meistens eher durch einen Jumpscare vermittelt, wo da halt gute Atmosphäre ist und durch immer das Beste ist. Und wenn man halt einfach rein unangenehmen Horror erschaffen will, ist es immer noch wirklich verdammt gut, unangenehme Sachen zu zeigen. Unangenehme Bilder oder sowas. Natürlich nicht in jedem Spiel, wenn jetzt irgendwie ein Silent Hill sowas permanent machen würde, wird es dann nicht gut passen, aber hier bei so Indie-Horror-Experiences, die halt meistens weniger versuchen, ein Spiel zu sein und mehr einfach eine gruselige Erfahrung sein wollen, passt das ziemlich gut. Und ich glaube, hier war mein Problem ein bisschen, dass das Spiel hier halt wirklich ein Spiel war. Mit Puzzles und sowas. Ich meine, waren die anderen Spiele von ihm auch, natürlich. Aber hier wirkt es mehr, als ob er sich dachte, hey, nee, ich muss jetzt wirklich mal was machen, was eine richtige Story hat, was sich halt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen besser vermarkten lässt. Irgendwie, ja, eine schockierende Background-Story mit Kindern, bla bla. Das war jetzt für mich eher ein Nachteil als ein Vorteil. Aber trotzdem, immer noch ein sehr solides Ding. Aber hier hat er jetzt nicht mehr den Vorsprung gegenüber anderen Games aus der Richtung, weil er sich halt ihn eher zu sehr ähnelt mit dem Ding hier. Aber trotzdem, solide, 7,5 kriegt's von mir. Von der 8 habe ich mich, glaube ich, gerade ein bisschen selbst weggeredet mit der weiteren Analyse, was mir jetzt nicht so gut gefallen hat. Aber trotzdem, alles an sich grundsolide. Story, ne? Aber sonst alles auf einem recht hohen Niveau. Ziemlich hohen Niveau, würde ich sogar sagen. Okay. Ich freue mich enorm, wieder hier zu sein. Ich habe gemerkt, wie im Laufe des Videos die ganze unangenehme Anxiety, die man halt hat als Creator, wenn man lange nicht hochlädt, wieder weg ist. Das heißt, ich fühle mich sehr ready, mit euch wieder andere Spiele zu spielen. Sehr viele. Schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ich freue mich enorm auf die nächste Zeit, bis ich dann wieder verschwinde. Ich hoffe, ich bleibe länger. Okay. Nein, ich fühle mich tatsächlich aktuell sehr gut. Mental geht es mir aktuell sehr gut. Für alle, die noch bis hierhin zuschauen, es geht mir aktuell sehr gut. Ich hoffe, euch geht es auch in Ordnung. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video.